Servus, grüßt euch zur Wochenwettershow für Kitzbühel. Meteorologisch gesehen ist ja schon seit dem 1. März Frühling. In dieser Woche starten wir nun auch kalendarisch in den Frühling, denn am Freitag, den 20. März, ist Frühlingsanfang. Ski- und schneetechnisch sieht es allerdings immer noch sehr winterlich aus, wie zum Beispiel auch die Bilder unserer Livecam am Hahnenkamm zeigen. Hier ist noch alles weiß und die Pisten sind bestens präpariert. Und am Dienstag können wir diese tollen Wintersportbedingungen auch gleich ausnutzen, denn es gibt viel Sonne und nur lockere Wolken. Dabei wird es sehr mild. Die Temperaturen steigen in Kitzbühel bis auf 15 Grad. Ja, und selbst am Kitzbüheler Horn und am Hahnenkamm liegen wir tagsüber deutlich im Plusbereich. Alles in allem also ein recht guter Skitag. Und den können Sie im besten Skigebiet der Welt genießen. 2013 und 2014 hat Kitzbühel nämlich diesen Titel erhalten. 170 Kilometer perfekt präparierte Pisten warten hier auf Sie. 53 Seilbahnen und Lifte bringen Sie bequem und schnell nach oben. Und in den 56 romantischen Skihütten können Sie sich wieder stärken. Von Mittwoch bis Freitag geht es mit dem schönen Frühlingswetter weiter. Der Mittwoch bringt uns Sonnenschein vom Feinsten. Danach werden die Wolken etwas zahlreicher. Am Freitagnachmittag und Abend können erste Regentropfen oder Schneeflocken nicht mehr hundertprozentig ausgeschlossen werden. Dabei wird es am Mittwoch noch mal bis zu 15 Grad mild. Danach gehen die Temperaturen ein wenig zurück. Bei diesen Temperaturen empfiehlt es sich also früh am Vormittag zu starten, dann sind die Pisten noch gefroren. Am besten nehmen Sie gleich den ersten Lift um 8 Uhr auf den Hahnenkamm und setzen Ihre ersten Spuren auf die frisch präparierte Streif. Nachmittags geht's dann zum Sonnenbaden. Am Wochenende ist mit dem Sonnenschein aber erstmal Schluss. Dafür gibt es ein wenig Neuschnee. Es wird unbeständiger, kühler und es fällt eben zeitweise Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt dann am Sonntag sogar bis in die tieferen Lagen. Im Tal bekommen wir nur noch knapp über 0 Grad und in 2000 Meter Höhe herrscht wieder Dauerfrost. Am Montag ist der Spuk voraussichtlich wieder vorbei. Die Sonne kommt zurück und die Temperaturen steigen wieder an. Kommen wir zurück zum Sonntag, den 22. März. Der gehört den Familien. Es ist der große Familienskitag in Kitzbühel und das heißt, die Kleinen fahren gratis. Aber auch sonst zeigt sich die legendärste Sportstadt der Alpen familienfreundlich, denn die Übungslifte, Rasmusleiten, Mocking, Ministreif, Hausleiten, Passtouren, Reit- und Aschau sind für Kinder und Jugendliche kostenlos benutzbar. Und zum Schluss noch ein kleiner Extra-Tipp von mir. Am Freitag ist nicht nur Frühlingsanfang, man kann in Deutschland und auch in Tirol eine partielle Sonnenfinsternis beobachten. Und die Wetterbedingungen dafür sind rund um Kitzbühel gar nicht mal so schlecht. Also schnappen Sie sich eine Sonnenfinsternisbrille und werfen Sie mal einen Blick nach oben. Und damit sage ich Servus und bis bald.